Achtsamkeit-Hypnose. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Achtsamkeitsvideo. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch bei dir wieder mit dabei bist. Thema Hypnose. Im Grunde genommen, wenn wir nicht achtsam leben, wenn wir nicht bewusst leben, wenn wir nicht bei uns sind oder zum großen Teil nicht bei uns sind, läuft das Leben an uns vorbei und letzten Endes, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich so in Menschenmengen reinschaue oder im Auto hocke und nebenan in die Autos reinschaue, die auch an der Ampel stehen, dass wir so wie hypnotisiert durch die Gegend laufen und rennen und fahren und ja, das Leben an uns vorbeizieht. Wenn man aber jemandem so ja, mal den Vorschlag macht oder sich mit jemandem über Hypnose unterhält, dann sagen viele, um Gottes Willen bin ich auf Distanz, möchte ich nicht und ja, Hypnose ist nicht das Richtige für mich. Ich möchte dich jetzt nicht hier in eine Tiefenhypnose versetzen, bin ja auch keine Hypnotiseurin, aber ich möchte da einfach mal bewusst machen, wie hypnotisiert einfach ja, unser Leben leben, beziehungsweise nicht wirklich leben, sondern das Leben an uns vorbeizieht. Und da gibt es heute eine Achtsamkeitsübung für dich, dass du mal, wenn du zum Beispiel in der Straßenbahn bist oder auch in deinem eigenen Auto hockst oder in Menschenmengen bist oder irgendwo bist, wo es extrem laut ist in der Diskothek oder irgendeine Musikveranstaltung oder was, dass du mal ganz achtsam wahrnimmst. Dass du ganz achtsam mal zum Beispiel wahrnimmst die Energien, die da herrschen. Sei es in der Straßenbahn, sei es im Auto, in deinem Auto, sei es am Arbeitsplatz oder sei es auch in einer großen Musikveranstaltung, wo viele Menschen sind, wo es lautstark zugeht. Spür einfach mal hinein in diese Energien. Und dann wirst du merken, ja, wie auf eine andere Art und Weise du dabei bist, wie du achtsamer bist, wie du Energien wahrnehmen kannst, wie du ja auch Menschen anders wahrnehmen kannst oder auch Gegebenheiten anders wahrnehmen kannst und wie du währenddessen auch dich selbst wahrnehmen kannst, deinen Körper wahrnehmen kannst. Und mal fühlen kannst, wie geht es dir dabei, was macht es mit dir, was macht diese laute Musik mit dir, was machen die Gerüche in der Straßenbahn mit dir oder du wirst vielleicht beobachten, dass der ein oder andere Duft, die ein oder andere Frau, der ein oder andere Mann ein Parfum aufgetragen hat, das dich in die Kinderstube erinnert, weil deine Mutter einen ähnlichen Duft zum Beispiel immer hatte. Oder der Lehrer in der Schule auf eine ähnliche Art und Weise da einfach ja, geduftet hat oder reagiert hat oder sich verhalten hat oder eine ähnliche Aktentasche dabei hat oder was auch immer. Und beobachte so mal den Augenblick, was da an Gedanken aufkommt, was an Gefühlen aufkommt. Und im nächsten Schritt in der Begegnung mit Menschen kannst du dahingehend achtsamer sein, dass bevor du antwortest, wenn du im Gespräch, im Talk mit jemandem bist, dir angewöhnst, erstmal ein- und auszuatmen, bevor du antwortest. Das ist so ein Faible von uns Frauen, dass wir oftmals ja, viel zu schnell Ja sagen oder auch Ja sagen, wenn wir eigentlich Nein sagen wollen. Also erstmal vieles andere an erste Stelle setzen, bevor wir auf uns selbst einfach achten und achtsam mit uns selbst umgehen. Und wenn ich mir aneigne, erstmal im Gespräch ein- und auszuatmen, bevor ich antworte, vor allem wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, da vielleicht zwei-, dreimal ein- und ausatmen, es läuft einem ja nichts weg, und dann bewusst aus dem Herzen heraus zu antworten, entweder mit einem Ja oder mit einem Nein, beziehungsweise auch darum bitten, die richtigen Antworten zu finden. Wenn eine Person einem gegenübersteht, die Menschen kennst du bestimmt auch, wo du das Gefühl hast, das ist der oder die Energieräuberin für dich überhaupt. Und bevor du dich da nochmal einlässt,
auf energieraubende Themen oder Zusammenkünfte, dass du erstmal atmest und dass du darum bittest, die richtigen Formulierungen, die aus dem Herzen heraus dann kommen, um mit der jeweiligen Person in der jeweiligen Situation zu agieren, aus deinem Herzen heraus. Nicht aus Wut und Zorn und Hass heraus, sondern wirklich aus deinem Herzen heraus so zu kommunizieren und die Dinge weiterzugeben, die dir am Herzen liegen. Das Eingangsthema war Hypnose und jetzt haben wir das quasi umgewandelt von der Hypnose in ein bewusstes Leben, dass du bewusst agierst, dass du bewusst antwortest, dass du bewusst handelst und dass du bewusst mehr und mehr in deine eigene Kraft, Stärke und Energie findest und aufhörst, so wie hypnotisiert, das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein. Ich hoffe, ich konnte dich da jetzt inspirieren und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Schick dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Achtsamkeitsvideo. Bis morgen. Ciao, ciao, deine Irmgard.